Hallo, Namaste, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr euch für das Thema Chakren und für die feinstoffliche Anatomie interessiert. Ich möchte euch in diesem Video einmal erklären, wo die Chakren liegen, welche Aufgaben sie haben und natürlich auch, welche Wirkungen sie auf uns haben. Auf körperlicher, geistiger, seelischer Ebene. Ich möchte euch hier ganz besonders aufklären, welche Chakren wie wirken. Ja, und grundsätzlich zum Thema Chakren kann man sagen, dass in unserem Körper fließt unsere Lebensenergie. Und im Yoga bezeichnen wir diese Lebensenergie als Prana. Prana fließt in unseren Energiebahnen und diese Energiebahnen werden Nadis genannt. Gesamt in unserem Körper haben wir mehrere tausend Energiebahnen und die fließen wie unsere Blutadern durch den gesamten Körper. Diese Energiebahnen bündeln sich auch an sieben Punkten in unserem Körper und da kommen wir auch schon zu den Chakren, zu den sieben Energiezentren in unserem Körper. Ganz unten befindet sich das Muladhara-Chakra, auch genannt Wurzelchakra. Ihm wird die Farbe Rot zugeordnet und die zentralen Lebensthemen des Muladhara-Chakras ist der Lebenswille, Überleben, Sicherheit und Urvertrauen. Als zweites kommt das Svatisthana-Chakra, auch genannt Sakralchakra oder auch Sexualchakra. Wie der Name es schon sagt, beschäftigt sich dieses Chakra vor allem mit Sexualität, Sinnlichkeit, Fortpflanzung und Kreativität. Ihm wird die Farbe Orange zugeordnet. Das dritte Chakra ist Manipura-Chakra und unser Nabelchakra. Ihm wird die Farbe Gelb zugeordnet und es steht im Leben für Willenskraft, Persönlichkeit und Selbstkontrolle. Das vierte Chakra ist Anahata, unser Herzchakra. So wie wir das Herz mit Liebe verbinden, steht auch Anahata für die Liebe, Mitgefühl und für die Menschlichkeit. Ihm wird die Farbe Grün zugeordnet. Eine Etage höher finden wir das Vishuddha-Chakra, auch genannt Kehlkopf-Chakra. Ihm wird die Farbe Blau zugeordnet. Und es steht für Kommunikation, Wahrheit und Inspiration. Etwas höher, auf Höhe unseres dritten Auges, mitten auf unserer Stirn, befindet sich das Ajna-Chakra, unser Stirnchakra. Es steht im Leben für Intuition, Wahrnehmung und Fantasie und ihm wird die Farbe Indigo-Blau zugeordnet. Ganz oben knapp über unserem Scheitel schwebt das Sahasrara-Chakra, auch genannt unser Kronenchakra. Ihm wird die Farbe Violett zugeordnet und es steht im Leben für Spiritualität, Erleuchtung und für Selbstverwirklichung. Unsere Chakren können in einer Disbalance sein und das äußert sich in folgenden Eigenschaften. Beim Wurzelchakra äußert es sich positiv, also wenn es positiv stimuliert ist, in Lebensenergie, Ausdauer, Rhythmusgefühl und Naturverbundenheit. Wenn es unausgeglichen ist, äußert es sich in Selbstsucht und Triebhaftigkeit. Beim Sakralchakra sieht es folgendermaßen aus. Die positiven Eigenschaften sind Vitalität, Kreativität und Lebensfreude und die negativen Eigenschaften Triebhaftigkeit, Zwanghaftigkeit und Schuldgefühle. Wenn unser Manipura-Chakra, unser Nabelchakra, positiv gestimmt ist, dann äußert es sich in Sensibilität, Spontanität und Emotionalität. Wenn es allerdings negativ stimuliert ist, in Sedimentalität, Selbstmitleid und Eifersucht. Kommen wir zum Herzchakra. Positive Eigenschaften sind Liebe, Mitgefühl und Menschlichkeit. Und negativ äußert es sich in Eigenliebe, Verbitterung und Überheblichkeit. Das sind die positiven Kräfte unser Vishuddha-Chakras, des fünften Chakras. Unterscheidungskraft, vielseitiges Interesse und Musikalität. Negative Kräfte dessen sind Geltungsdrang, Rationalismus und Intoleranz. Das sechste Chakra, unser Stirnchakra. Wenn dies positive Kräfte äußert, dann in heilende Energie, Selbstbewusstsein, Intuition und Vorstellungskraft.
Negative Kräfte äußern sich in Machtstreben, Selbstüberschätzung und Verantwortungslosigkeit. Kommen wir zum letzten Chakra, dem Kronenchakra. Die positiven Kräfte äußern sich in spiritueller Kraft, Verbundenheit mit dem All, innere Schau. Negative Kräfte dessen sind Aberglaube, Desinteresse und Illusion. Kommen wir nun zur menschlichen Gesundheit und was Chakras damit zu tun haben. Der Zustand unserer Chakren beeinflusst alle Organe, Knochen, Hormone, die Verdauung, den Kreislauf, das Nervensystem, ja den gesamten Organismus. In der Chakrenlehre geht man davon aus, dass jede körperliche Erkrankung eine energetische Ursache hat. Du musst dir das so vorstellen, dass unsere inneren Faktoren das natürliche Gleichgewicht beeinflussen und diese natürlich auch stören können. Man beruft sich auch auf diese Lehre in der chinesischen Medizin, im Ayurveda, in der tibetischen Medizin, ja auch in weiten Teilen des Schamanismus. Man geht dabei wie folgt vor: Wir wollen nicht die defekten Teile durch neue ersetzen oder die Symptome unterdrücken. Die tieferen Ursachen müssen dabei untersucht werden. Die Heilung ist dabei ein Prozess, bei dem der Mensch nicht nur von Beschwerden frei wird, sondern aus dem er sich auch innerlich befreit, gereifter und heiler hervorgeht. Zum Beispiel, die Psychosomatik weiß, dass Magen-Darm-Störungen, Asthma oder Bluthochdruck oft mit emotionalen Konflikten einhergehen. In der Chakrenlehre gehen wir über die Erkenntnis hinaus, dass viele Krankheiten seelische Ursachen haben, denn auch seelische Probleme haben eine Ursache, die immer mit einem Mangel an Gelassenheit, innerer Stärke, Heiterkeit oder der inneren Ruhe zu tun haben. Wenn die spirituelle Entwicklung also behindert ist und die Chakren sich nicht frei entfalten können, belastet das unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper. Die Chakra-Therapie, die Chakrenarbeit ist sozusagen eine Energieheilkunde mit dem Ziel, unsere energetischen Ebenen in Ordnung zu bringen und um unser Bewusstsein zu erweitern und um Erfahrungen zu sammeln, die zu tieferen Erkenntnissen führen. Die Kenntnis über die Zusammenhänge körperlicher Bereiche und deren Beeinflussung durch die Chakras hilft, die wahren Ursachen von Erkrankungen auf den Grund zu gehen. Die Beschäftigung mit den Ursachen von Erkrankungen ist immer auch ein Weg zur Selbsterkenntnis. Die Chakrenarbeit soll die Chakren anregen, kann sogar chronische Krankheiten vorbeugen und Heilungsprozesse unterstützen. Wir kommen nun zu den körperlichen und seelischen Störungen, die von unseren Chakren ausgehen können, sofern sie in einer Disbalance sein können. Körperliche Störungen des Wurzelchakras sind Verstopfung, Kreuzschmerzen und Knochenerkrankungen. Die seelischen Störungen sind existenzielle Ängste, Mangel an Vertrauen, Orientierungslosigkeit. Beim Sakralchakra sind die körperlichen Störungen Impotenz, Prostataprobleme, Frauenleiden oder auch Nierenprobleme. Zu den seelischen Störungen gehören Süchte, sexuelle Unlust, geistige Kraftlosigkeit. Die körperlichen Störungen des Manipura-Chakras sind Verdauungsstörungen, Magenprobleme, Diabetes und auch Übergewicht. Auf seelischer Ebene Aggressivität, Unsicherheit, Albträume, Schlafstörungen. Beim Anahata-Chakra sieht es so aus. Auf körperlicher Ebene können sich Blutdruckstörungen, Herz- und Lungenkrankheiten äußern. Und auf seelischer Ebene Gefühlskälte, Kontaktschwierigkeiten und mangelnde Abgrenzung. Die körperlichen Störungen im Vishuddha-Chakra, dem fünften Chakra, sind Schilddrüsenerkrankungen, Nackenschmerzen und Sprachstörungen. Die seelischen Störungen sind Hemmungen und ein Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten. Kommen wir zum Stirnchakra. Die körperlichen Störungen sind häufige Kopfschmerzen und Erkrankungen der Sinnesorgane. Die seelischen Störungen, Konzentrations- und Lernschwächen und eine Ängstlichkeit. Körperliche Störungen des Kronenchakras äußern sich in Krebserkrankungen, Immunschwächen oder chronischen Krankheiten. Die seelischen Störungen sind Depressionen, Verwirrung und Realitätsflucht.
Ja, du siehst, die Chakren beeinflussen uns ganz schön auf allen Ebenen, auf der körperlichen Ebene und auch auf der geistigen Ebene. Vielleicht hast du jetzt bei dir selbst auch schon erkannt, wo bei dir vielleicht eine Disbalance herrscht und welches Chakra vielleicht für dich interessant wäre, sich diesem zu widmen und hier eine Balance zu schaffen. In meinen weiteren Videos zum Thema Chakren werde ich dir natürlich noch viel mehr erklären. Zu den Chakren gehören auch jeweils immer gewisse Mantras, es gehören gewisse Gerüche, gewisse Nahrungsmittel kann man ihnen zuordnen. Die Vielfalt an der Therapiemöglichkeit, an der Handlungsmöglichkeit ist wirklich vielfältig und wäre jetzt viel zu viel, um das hier in dieses Video hineinzupacken. In meinen folgenden Videos werde ich dir kurze Sequenzen ungefähr von einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde vorstellen. Und in denen kannst du dich dann deinem Chakra widmen und hier für einen Ausgleich sorgen. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Videos. Du findest die Links dazu unten in der Beschreibung und natürlich auch in der Playlist dazu. Wenn ich gerade noch im Entwicklungsprozess stehen sollte, dann kannst du natürlich auch, falls du es noch nicht getan hast, hier meinen Kanal abonnieren, um stets auf dem Laufenden zu sein, wenn in den nächsten Tagen immer ein neues Video zum Thema Chakren veröffentlicht wird. Ansonsten würde mich natürlich noch interessieren, ob du dich selbst persönlich mit deinen Chakras schon auseinandergesetzt hast, was dich in diesen Themen noch mehr interessieren würde und vielleicht auch, welche Erfahrungen du mit den Chakras gesammelt hast. Ich freue mich auf eure Nachrichten und sage bis bald zum nächsten Video. Namaste.